Oh, hallo, Rookies. Da macht Chili halt kurz Prozess damit, das freut mich immer. Nice, hier ist noch ganz viel Schwefel. Wir brauchen auch übrigens ganz viel Schwefel. Auch wenn ich ziemlich schwach bin. Aber ich hab noch Alpaka im Lauf drin. Alpaka im Lauf drin? Ja, weil ja. Alpaka gibt doch. Ja, das gibt 100. Ja, ja, plus 100 Gewicht. Plus 100 Gewicht gibt das Gute. Alpakarin. Wow, und ich bin mit bei 500. Oh, das hier sieht cool aus. Wir müssen mal nach links gehen. Ich hoffe, du hast Zeit, dir die Landschaft schön zu. Ja, klar, natürlich. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja. Und einmal nach links. Weg mit denen! Hier noch? Da können wir auch mal mitnehmen. Ich hol mal ganz viel Paldium mit. Das kann man ja auch nie, da kann man ja auch nie genug davon haben. Moin! Ich sehe nur irgendwo Schwefel. Ich sehe jetzt hier Schwefel. Okay. Ein Schwefel. Kein Schwefel. Oh no. Hier lädt aber das Stuff rum. Minderwertige Munition. Munition, jawohl. Die Mini-Version von der Munition. Gehen wir ins nächste. Gucken wir mal. Oh. Ich will erstmal links rumgehen. Ich bin so los. Warum? Ich finde das falsch. Oh no. Aufgewehrt. Haben wir hier noch irgendwo Schwefel rumliegen? Ich glaube nicht. Na gut, wahrscheinlich wird es auch später noch sehr viel Schwefel geben. Hallo? Hörst du dich auf, aus dem Grünen zu befreien? Danke, bei 70% und danach, er hat einmal gewiggelt. Das heißt, ich habe bei 80% nicht getroffen. Wiggle, 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 ja, ja. Was haben wir hier? Wo sind sie? Ein weiterer.
Ah, hier ist noch Kohle. Jetzt will ich Steinkohle mitnehmen. Dim. Nice. Das sind Cookies. Lass noch Schwefel. Und was für Kiste. Nice. Und noch Palladium. Palladium, Pallida. Das ja auch noch. Oder? Nee. Okay, das kommt nicht. Da ist aber noch Kohle. Kohle kann man natürlich mitholen. Let's go. Wir kriegen also Kohle. Na, die sind aber ein bisschen schwer. Ich glaube, die kann ich nicht alle. Ne, da ist. Jetzt ist Schluss. Jetzt kann ich nichts mehr. Jetzt reichen meine 1100 selbst nicht mehr. Dann gehen wir zurück. Hello. Hello. Ich würde sagen, Sie wissen, dass Sie sprinten können, ne? Oder? Hier bequem und entspannt an dieser Sache. Ja. Ich muss es nicht zu Pistolen machen. Bis dann nachladen, das ist halt einfach. Das ist halt doof. Oder gut, lass mir. Ich bin ja sogar zwei. Beide. Ich habe noch mal. Beide. Oh, noch! Beide! Wir haben, also Eva hat noch keinen gefangen, ich habe einen gefangen. Ich habe einen Händler, ganz am Anfang, als wir quasi gestartet haben, gab es einen Händler. Aber offiziell fangen wir natürlich keine Menschen. Das ist, verwerflich. Hast du eigentlich schon einen Wilderer gefangen gehabt? Ja, oder? Oh, da ist der Boss. Das ist das Böswein. Ich glaube, den Wilderer habe ich doch dann nicht gefangen, glaube ich zumindest. Und das ist jetzt der Boss. Das sind doch zwei, oder? Das sind zwei. Oh. Das war Damage. Ach, die sind schon tot. Okay, ja, du darfst den holen, weil ich habe ja schon einen. Ach, die lassen auch hochwertiges Palöl fallen. Ja, theoretisch könnte man zurückgehen, ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht, was wir jetzt noch großartig in der Höhle dann sollen, weil ich kann sowieso nichts mehr tragen. Jetzt bin ich auch überfüllt. Attentechnik Albtraum. Ball. Okay. Okay. Da ist nur Dyerhound. Schuppi.
Warum müssen wir es abfangen? Ah, no. Geht's denn jetzt am... Okay, da geht's am schnellsten wieder lang, glaube ich. Da. Was ist was? Was da an der Baum hängt. Ein Kognito. Okay. Ah. Ich sag doch, irgendwie hängen die in Bergen und Bäumen heute. Der will halt einfach so. Gönn dir. Der hat Lust, der Gute. Ach, da sind noch welche. Das Nachladen von der Moskite ist echt fucking langsam. Der portet sich, wie unfair. Okay, bleib drin. Schon. Bleib doch drin. Nice. Oh, das war zu viel. Ist noch einer. Der schnellste Mann der Welt auf dem Weg nach Hause. Was ist noch in dem Ball? Er hat halt kein. Das. Oh no, da sind Lupomon. Oh Mann, den habe ich noch nicht. Okay, dann muss ich den wohl jetzt holen hier. Komm doch mal her. Den Bälle. Ich habe auch schon einen Pocket-Schuss. Oh no. Ich wurde. Ja. Ah! Komm schon! Bleib drin! 53! Komm! Komm schon! Nein! 53! Danke! Ach Mann, danke! Das ist ja wirklich gütig von dir! Zeigen sich zwar der. Was? Lupons sind der Sonne zwar nicht abgeneigt, aber ihre Hörner. Was? What? Kannst nicht genau lesen. Gehen wir mal zurück. Ab das ganze Zeug! Pepsi! Was für ein Ding? Pepsi! Pepsi! So ein süßes Ding. Pepsi! Achso, Pepsi! Achso, die. Achso. Das rumänische Ding. So die Algen. Ey, okay. Leder rein, oh, Knochen da rein. Okay. Bratensamen da rein. Das da rein. Ne, die Früchte, die wollte ich woanders da. Das da rein, das da rein, das da. Kommt nicht da rein. Das kommt auch nicht da rein. So rein, so rein. Jawohl, sortieren. Und dann kommt die Frucht hier rein. Hier sind irgendwie noch Holz und so ein und Holz. Okay. Eine Pistole. Dafür brauche ich noch viel zu viel Metallbarren, aber die Metallbarren kann man sich abholen gehen. Bei unserer Farm. Let's go. Wo ist sie? Da ist sie. Let's go to the mall. So, wie viel habt ihr denn heute für mich gemacht? Nice. Ihr seid ja wirklich... ich schleppe zu viel mit mir rum. Okay. Ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht über... Das geht wahrscheinlich nicht über Schnellreise hinweg. Das wäre ein bisschen krass. So. Hallo, ich bin Mr. Fast. Ich
werfe mal ein bisschen was davon ab. 100 ist doch schon ein wenig viel. Wir müssen wirklich gucken, dass wir den, dass wir echt besseres Essen machen. Ne? Ich noch ein Ticken besseres Essen. Ja, also so richtig. Marmeladenbrötchen. Ja, ja. Warte mal. Mozzarella-Steak. Ich hab noch Brancherie. Dingsbums. Gab's nicht noch eine bessere Kochstation oder so irgendwie was? Oder kommt die erst noch? Kommt ja erst wahrscheinlich noch, ne? Gibt's die denn? Ja, habt ihr auf jeden Fall schon gesehen. Weiß, krieg ich Hunger, wenn ich da dran denke. Und du gehst noch essen. Elektrische Küche, ja, okay. Elektrische Küche mit Level 41. Gut, ne? Das ist halt vielleicht noch ein bisschen hin. Oh, das ist doch aber schnell gemacht. So, noch ein bisschen Mozzarella-Fleisch. Und einmal alles da so rein. Beziehungsweise das richtig gute Fleisch würde ich echt mal in dem anderen Lager verteilen. Erstmal in dem anderen Lager verteilen. Wo seid ihr? Wo habt ihr hier jetzt? Ja, die kriegen halt nur Beeren und fucking Pilze zu essen, ne? Das fühle ich jetzt auch nicht das geilste Essen. Geschmackssache. Wie viel Stein haben die eigentlich jetzt mittlerweile? Also, oh Gott, also nicht viel Holz, nicht viel Stein. Hm. Ja. Die sind, was Holz und Stein angeht, nicht so krass produktiv. Da war auch noch eine Höhe. Nee. Da habe ich nur eine Marke hingesetzt, weil ich nie wusste, wo ich hin muss. Nein. So. Sollen wir mal oben bei dem Elfi dran da vorbei? Oder Level unten 30, bei dem Bushi. Oder unten bei dem Bushi. Sollen wir unten den Bushi mal fangen? Ich bin für Azuru oben. Weil die ist Level 17. Ja, das Problem also ist, sie ist halt mitten auf dem Wasser, ne? Ja, wird schon. Okay. Überfall. Oh, nice. Gott, die Bären gibt ihm mehr. Das Problem ist, wenn ich die Bären halt koche, dann muss ich halt noch mehr Flammendinger da reinballern. Ich glaube bei dir, oder? Bei mir ist schon nichts. Ja, bei mir. Da hinten kommen sie. Chille! Los! Mach sie fertig! Na? Chillt sie fertig? Chillt? Nee. Hallo! Helf doch mal an, Chillt. Wenn du weniger Anbaupals benutzt, ja, ich habe eigentlich gar nicht so viele Anbaupals, ne? Also hier in dem Lager auf jeden Fall nicht. Das da sind eigentlich. Ja, gut, okay, das sind Anbaupals, aber die Holzfällern eigentlich. Ansonsten habe ich nur den hier und die hier, die bewässern. Ich glaube, ich habe gar keinen. Die Wilderer baggen hier bei mir rum. Ich schau da die hier, die transportieren. Was macht denn Chillit? Chillit auch immer so. Just. Danke. Chillit. So, auch mal was machst. Oh, ist mein KFC gerade gestorben. Ups. Ja, doof.
Das ist noch ein bisschen zu niedriges Level, oder was? Ja. Ich hab aber auch sehr viel abbekommen hier. Bilder hier sind aber auch Level 26. Ah. Nichts. 26er Wilderer? Okay. Das ist das ist schon krass. Pass auf, du bist schneller vorher zu gucken kannst, wenn du dann alles einsammelst. Ich gucke. Selbst ich. Oder? Wobei? Ne, geht eigentlich. Es wäre zu viel, als das hier oben liegt. Aber wir kriegen das nicht alles eingesammelt. Ich muss mal gucken, wir haben auch nur ein einziges, Ding da sitzen, ne? Also das ist jetzt ja nicht, was ist, wir da irgendwie übertreiben würden mit denen. Müssen wir mal gucken, ich will halt dazu hinkommen, dass wir halt geilen Shit machen können, also so richtig krassen, leckeren Shit. Unter anderem würde ich jetzt so langsam mal gerne eine fucking Porte bauen können. And at break. Baut man nicht, eine Torte backt man. Nee. Ich baue eine Torte. Die wird schön gebaut. Let's bow it. Die Torte sieht nachher aus wie so ein Lebkuchen aus. Gemacht von so einem Ingenieur. Mit Wasserwaage und Messer. Er muss. Winkelmeter. Hundertprozentig. So baut man eine Torte. Ja. Ja. Ist so. Die muss geplant werden. Quadratisch, praktisch, gut. So sieht das nämlich aus. Also schön, da wird hier das Millimeter-Messgerät rausgepackt. Jetzt auf einen Millimeter genau. Die Torte wird dann aber auch richtig lecker. Denkst du, so eine quadratische Torte habe ich in meinem Leben noch nie gegessen. So eine gute quadratische Torte. Wenn gut aussieht, muss nicht auch gut drin sein. Ah, doch. Die wird so smooth, dass sie einfach quadratisches Geschmackserlebnis. Okay. Perfekt. Ja, wir müssen noch mehr leveln, ne? Eigentlich würde ich schon fast sagen, lass den Boss da machen. Dann machen wir die Azurobe und dann gehen wir hin und machen den Gucci. Okay. Dann kann man vielleicht auch die anderen Garten nochmal machen. Ich hole mir gerade noch ein paar. Dann gehe ich auch mal gerade hin. Hast du an der Bergbank noch Megasphären in Auftrag gegeben? Ja, glaub schon. Okay, gut. Dann lass mal die gerade machen. Let's go. Ich würde mal so 37 Megasphären machen. Gigasphären. Sorry. Gigasphären. Okay. Ja, go for it. Oder soll ich 15 Terrasphären machen? Ich glaube, Giga reichen aktuell. Ich glaube auch. Giga ist okay. Ja. Giga ist okay. Ach, da können ja jetzt auch mehrere an dem... Da können ja mehrere an dem Fließband arbeiten. Ja, wie krass ist das denn bitte? Okay, 500 Palliumstücke brauchen wir jetzt nicht gerade. Vielleicht mal so 300. Das ist eine gute Idee. 500 wäre vielleicht doch was.
sieht das hier aus? Ja, das wird halt irgendwie nicht mal richtig abgeholt. Haben wir hier noch Super? Das wollte ich nicht. Haben wir denn nicht so einen transportieren Pal? So, Foxparks. Da brauchen wir doch nur einen hier, oder? Das braucht jetzt so wirklich nur einer zu sein. Nachlevel. Weil ich nicht hier, der hier. Der hat auch zwei Handwerk, aber der hat. Der hier hat drei liefern. Drei einfach. Und der kann sogar Feuer machen. So. Das muss funktionieren. Ich mich eigentlich von der anderen Seite auch noch. Ich kann sogar auch noch helfen, hier zu arbeiten. Was ist leer? Kein Energy Drink. Oh. Tragisch. Ja. Ich fühle mich trotzdem müde. Ist nicht so gut. Das ist tragisch. Dann wirkt der Energy Drink vielleicht auch nicht so. Nee, glaube ich nicht. Aber bei mir könnte ich das verstehen. Hier könnte ich das verstehen. Eine jahrelange Energy Konsum. Aber, vielleicht ist es dann auch gar kein Energy Drink. Hat es denn Koffein? Das dauert trotzdem sehr lange. Ja. Eigentlich mit Bio-Koffein. Ah, Bio. Koffein. Koffeinreicher Extrakt aus grünem Kaffee. Hm. Hallo? Kadiva. Kadiva, bleiben Sie mal stehen. Jetzt wird mir gegessen. Stopp. Wird nicht gegessen. Kadiva, kommen Sie mal mit. So. Hier. Fleißig an der Sphärenfließbank arbeiten. Let's go. So muss das. Hilfe. Kadiva. Kadiva, ich war nicht. Ist gut jetzt. Beziehungsweise, ich habe doch noch so einen Pen-King. Ich kann doch einfach den anstatt des Kadiva da reinmachen. Der ist doch einmal besser. Einfach helfen. Hm? Helfen. Helfen? Helfen? Wenn Elfen helfen... Ja, das hat glaube ich sogar Dreier Verarbeitungsspeed oder so. Der ist nice, ja. Der macht hier sinnvolle Sachen. Gut, dann gib mir mal deine Gigaswärme, die du hast. Und teile mal die wieder gerecht auf. Soll ich dir auch noch Megasphären geben? Nee. Bitteschön. Wir nehmen das Morzina-Steak und legen es zum Essen. Soweit ich das Weizen hier rausgeholt habe. Dass da eigentlich gar nicht so viel zu tun drin zu suchen hat. Sondern dass da eher in dem Mühlenrad was zu suchen hätte. Mehl legen wir schön in den Kühlschrank. Zusammen mit dem Weizen. Und dem Ding da. Alright. Dann lass uns mal Le Bösken angehen. Kann er jetzt nur gut werden. Muss gut werden. So. Das da ist ja gar kein richtiger See. Ich bin von Wilderern überfallen. Ehrlich? Unfreundlich. Jetzt gerade oder was wo? Unfreundlich. Oh, ich seh's. Oh. Ja. Oh, da ist ein Marmoris. Wo? Hab
Level 35. Was? Maniden. Denkst du, unsere Parts überleben? Weiß ich nicht. Werden wir rausfinden. So, Problem ist nur. Das Ding ist, die sind halt nicht irgendwie drauf gestellt, dass die sich verteidigen sollen, ne, oder? Weiß es nicht, hundertprozentig. Da ist es. Oh, gut vorstellen. Ja. Warte. Und stopp. Wart gerade noch. Okay, das war jetzt nicht so unendlich viel Damage, wie ich gedacht hätte. Ja. Nein. Ich auch. Und let's go. 34%. Oh, nochmal. 30%. Lass mich. Hä? Lass mich. Nächstes Mal. Den nächsten kriegst du. Sagen wir, den Bushi kriegst du. Seltene Drachenkugel habe ich bekommen. What? Eine seltene Drachenkugel. Eine funkelnde Kugel, die von Pals gewonnen wird. Er zieht beim Händler einen guten Preis. Wir haben sau viele Sachen, die übrigens einen guten Preis erzielen. Die müssen wir wahrscheinlich mal alle verkaufen. Werte erhöhen. Einfach nur, weil es einfach so krass, wie viel Gewicht einfach ausmacht. Das ist ein bisschen sehr krass. Da sind so ein paar Wilder. Egal, ich bin selbst nicht so süß. Alter! Das mag mich nicht. Die Wilderer mögen mich auch nicht, ne? Die haben auch so ein bisschen was dagegen. Okay. Würde schon mal hingehen und würde erstmal quer in unsere Lager kurz reisen und gucken, ob da wirklich nichts passiert ist. Jetzt sind die Hälfte von unseren als irgendwo halb tot in der Ecke liegt. Nee, bestimmt nicht. Sieht jetzt mal nicht so aus. Gut. Dann können wir ja weiter zu dem Bushi. Bushi, Bushi. Oh, mein Packer. Oh, bei ihm. Komm schon. Hallo. Jetzt aber. Bleib da drin. Bleib da drin. Danke. Halt. Was soll denn das? Hallo. Ich wollte gerade sagen, kaum switch ich auf die Muskete, dann will es drin bleiben. Ja, ja. Ich merke mir das. Da ist noch ein Lollipop. Was bist du denn? Ein Surfhead. Hä? Hat geschossen ohne. What? Oh no. Lad doch nach. Nein, triff doch. Ja, greif mich an.
Nee, komm wieder zurück. Ja, bleib im Ball. Aber ich habe keine Pfeile mehr gleich. Nice. Und da hatte ich keinen Pfeil mehr. Einen noch. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ich glaube, das tötet das aber. Oder auch nicht. Schatz, hast du noch Pfeile? Ja. Ja. Hast du noch 10 Pfeile? Viele, aber ich habe noch Pfeile. 75. Okay, dann vielleicht gehe ich mir auch nochmal Pfeile machen. Warum wollen die jetzt alle mit 53% nicht mehr in dem Ball drin bleiben, Mann? Und dann mit 66! Irgendwas ist doch hier. Ich hau dich gleich. Danke. Manometer, ey. Was fragt der da hin? Oh, meine Rookies. Ey, da gehe ich jetzt nicht hin. Nope. 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 Ich gehe einmal zurück und dann mache ich ein paar Pfeile. Ich kann einen Auftrag gegeben, du musst nur noch abholen. Schon den Auftrag gegeben? Mhm. Wo denn? Von der Werkbank. Ah, da, stimmt. Die können ja auch da gemacht werden. Warte mal. Ich hole mir mal gerade auch den. Diesen Loop Moon da rein. Der kommt anstatt meines. Pancakes. Helfen Sie mir. 87 Pfeile. Wollten wir nur so viele machen, oder? Nee, ich hab einfach nur gedacht so. Ach so. Wir machen einfach nur. Okay. Jo. Ist eine gute Idee. Können wir immer noch nachmachen. Aber ich würde tatsächlich noch nachmachen. So. Ja. Würde ich auch machen. Weil ich denke, jetzt ist quasi die Armbrust der Bogen. Na, bei den niedrigen Viechern muss man immer Bogen benutzen, jetzt muss man halt die Armbrust benutzen, damit man die nicht direkt one-tapped. Ja. Also ich würde auch irgendwann mal kommen, wenn ich nicht permanent irgendwas finde, was ich fangen will. So. Dann mache ich noch ein paar Pfeile. Das wären ein paar viele Pfeile. Ich mach mal so. Jetzt werden einfach so 900. Gut. Kann ich eigentlich noch irgendwas skillen, was so PAL-spezifisch ist? Ein Surfhand-Sattel. Okay. Dann kann man mit dem wahrscheinlich über Wasser surfen. Ein Azurore-Sattel. Okay. Eine Tretmine. Okay, okay, okay. Ein Azurope-Sattel. Gucken, ob ich den machen kann. Oh, kann ich nicht. Ah, weil, ja. Natürlich. Es fehlen die Palium-Bruchstücke. Die da eigentlich alle gemacht werden sollten. Sie irgendwie nicht gemacht werden. Das. Der ist auch einfach. Episch, der Azurope-Sattel. Wir nehmen dich
werfen dich da ein. Ja. Wird das ja jetzt eigentlich mal so ein bisschen ausgeleert? Ist viel Holz drin. Let's take the Holz. And put it. Away. Ja. Da war irgendwie, da war 4000 Holz oder so. 3000 Holz oder so drin. Ein bisschen viel. Palladium hier rein, das da rein, das da rein. Azurobe-Sattel? Jetzt will ich das mal ausprobieren. Und mit der... Also was genau das jetzt macht. Wollen wir hier nach Level. Da ist die gute Azurobe. Damit, den hole ich dafür raus. Für echt Chili raus. Mal gucken. Hello. Was? So. Jetzt genau gucken. Was können sie? Was können sie? Kann als Wasserreittier benutzt werden. Beim Reiten erhalten all deine Angriffe das Attribut Wasser. Okay. Das heißt, wenn ich dann schieße oder so. Ich glaube, die ist auch auf dem Wasser extrem schnell. Jetzt sieht es so aus für mich. Okay. Die ist halt... Na gut. Die ist halt dann aber auch wie so ein Fisch. Was kannst du noch so? Bewässerung 3. Naja. Gut. Wandern sie wieder bitte da rein. Ich will meinen Chillit wieder haben. Wir gehen aus. Nehme ich das da doch aus. Setz das hier rein. Egal. Wir haben doch auch einen Loopmond. Sie haben doch auch einen Loopmond. Hast du ja, der noch steht raus? Hier irgendwo und arbeitet. Ja, das der ist meine. Nee, das ist meine. Nee, okay, warte. Bin ganz sicher. Ja. Ah ja. Defensive Loopmond. Das hier umso schneller. Das wäre mega. Nice. So, warte mal. Also wir können es nochmal fair gestalten. Ich gebe dir meine und du teilst es. Das waren die Gigasphären, sorry. Egal. Ich gebe dir einfach beide. Ganz beide. Dankeschön, dankeschön. Auch ready?
Ready für den Busch. Sollen wir noch einmal. Wir gehen uns noch einmal hinlegen, oder? Aber das eigentlich mit unseren. Oder das Ei ist fertig. Ja, dann lass einmal hinlegen und dann bringen wir das aus. Zu spät. War ein Dummut. Und ich brenne. Ich kann nicht warten. Das ist nicht meine Stärke. Ich merke es. Ich brenne. Ich bin heiß. Hot, hot, exciting. Ab geht's. Zum Bushi. Der Bushi. Ich kann zwar nichts. Orientierungssinn. Erstmal da ja. Da ja, Howard. Komm schon. 67. 57. Danke. Brauch nur noch einen. Oh, da ist noch einer. Yeah. Dann brauche ich wohl doch noch einen. Ein Bronchari. So. Wally. Danke, das Wally ist lieb. Moment. Wieder wäre. Komm ran. Komm. Ach. Wo bist denn du? In Brancherie. Ja, ich bin direkt da. Ja. Ach, ja. Oh, das trifft nicht. Komm. Nehmen wir direkt die hier. 62%. Let's go. Ja. Nee, jetzt reicht's. Dann kriegst du halt die Grünen. Geht der einfach aus einer Gigasphäre raus, ey. Ich pack's nicht. Mann! Könntest du mal bitte bei 70% oder was weiß ich da drin bleiben, Mann? Danke. 60% Chance und ich hätte immer wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist rigged. Das ist sehr rigged. God damn it. Das ist noch so eins. Das hängt im Baum. Das Marmorest ist ziemlich angeschlagen. Da sind zwei Marmorests wieder am Fighten. Ja. Warum? Das will einfach nicht. Danke. Danke. Mal sehen, ob das gut geht. Also die Brancheries sind halt wirklich. Oh. Oh, 1,87% Wahrscheinlichkeit. Ist das andere schon tot? Ja. 7%. Ich krieg das. 7%? Das kann sich ja nur um Jahre handeln. Oh! Nein! Oh nee! Komm schon! Was war das, die jetzt alle? Egal. Ja?
Ich hab's! Ich hab's! Ich hab Mamores! Freut sich? Nice! Geilo! Hier ist noch ein Volley-Poop. Sag ich mal Poop. Aber eigentlich heißt es Volley-Pop. Wahrscheinlich. Wie Lollipop, nur wo? Davor. So, das Lollipop kannst du an. Guck mal. Gönnen Sie sich. Ich hab wieder Erz, glaube ich. Gleich. Im Moment wahrscheinlich. Ach, das ist ja noch ein Porsche nicht. Jetzt will ich drin bleiben. Okay. Short Air Break. Kann man sich ein bisschen zurücklehnen? Oh, ich würde jetzt einfach mal gucken, was ich noch brauche. Aber ich glaube, aus dieser Anfangsregion habe ich schon alles gefangen, was geht. Wenn ich meinen Paldex aufmache, fehlt mir irgendwie noch so ein Leadspunk, die wir irgendwie bei den Raids dabei hatten. Mossander Lux habe ich im Käfig halt gesehen. Ich habe eine Bristla noch nicht. Die hast du, glaube ich. Ja, die habe ich. Ein ja. Nox fehlt mir. Und ein Dipresso fehlt mir und die Nummer 9 fehlt mir. Die Nummer 9? Ja. Denn die Nummer 9. Ich weiß nicht, was die Nummer 9 ist. Die habe ich auch noch nicht. Aber die Nummer 9 fehlt mir. Also bis auf die Nummer 9 habe ich jetzt alle 30. Aber ich habe noch nicht 10 von allen. Vor allem das Sparkit. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass die Sparkits in der anderen Richtung liegen. Sparkit brauche ich noch ein. Sparkit brauche ich noch ein. Ich habe, glaube ich, die ganzen unteren. Ja, bis auf Sparkit. Gut, und ansonsten noch ein paar andere. Ich hab schon gut was gefangen. So, wo ist denn jetzt hier Bushi? Übrigens, wir sind in die falsche Richtung gerannt. Ich würde mal sagen, wir gehen hier einmal kurz über den Hügel drüber und porten uns wieder zurück. Wir laufen in die Richtung, in die wir eigentlich wollen. Gelenkt permanent von irgendwelchem Zeug, was man noch fangen könnte. Ja, und ich habe noch so gerühmt, ich weiß immer, wo es lang geht. Ja, hast du gesagt. Ja, habe ich gesagt. Ist dann wahrscheinlich nicht so. So. Was kann der eigentlich? Nicht. Oh, cool. Wie cool ist das denn? Dem kann ich einen Angriffsbefehl geben. Nice. War ganz schön aufeinander. Hallo. Why? Wollte eigentlich zurückrufen. Und nicht einrufen. So, ich bin jetzt Level 31. Was, Level 31? Warte, ich hab noch nicht mal die Hälfte. Gott sei Dank, ich hab den richtigen erwischt. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ach, das ist wieder so ein Ding. Hast du den? Ja. Mischt die ganze Zeit wieder aus. Dann, let's go.
Warte, einmal kurz, ich muss einmal kurz alles nachladen. Das ist halt wirklich, das ist halt ein bisschen nervig, ne? So, Dungeon. Let's go. Warte. Hab. Oh. Wine an. Who are you? Damn. Hello. Das geblendet. Oh mein Gott. So, Mons gehen immer davor. Ich kann ja nicht zielen. So, ich glaube, einmal müsste noch gehen. So, ich habe meinen schon mal zurückgerufen. Ah. Also wenn Sie probieren wollen, sind Sie herzlich also eingeladen. Wie viel hast du? 16 hatte ich, Moment. Ich bin mit der Armbrust. Ja, kann ich auch noch. Okay, okay, okay. Jetzt, jetzt. Gut, jetzt wird eng. Nice. Nice. Ab. Nice. Seltenes Organ. Also wir gehen jetzt tatsächlich in den Organhandel über. Ja, seltenes Organ habe ich auch schon bekommen. So, ich skill mal den Einzelsphärenwerfer. Ein Hilfsmittel zum Verschließen von Sphären. Mit diesem Sphärenwerfer lassen sich Parts auf größere Distanz fangen. Cool. Die Herstellung wird eine Waffenwerkbank benötigt.